Ich baue meine Segel. So, hat die jetzt schon Sprit drin? Gute Frage. Sonst wäre es schwierig, an den ersten Sprit zu kommen. Was braucht die denn? Biokraftstoff braucht die. Aber den kannst du ja hier herstellen. Ja, mit Pflanzenfasern, ne? Von denen ich erst 8 habe. Mir ist kalt. Echt? Oh, ich muss mich näher ranstellen. Ein, zwei Schritte reicht schon aus. Ja, ich stand direkt daneben eigentlich. Aber okay, 8 Grad ist auch nicht wirklich warm, aber Super. wie? Es fehlen wirklich zwei Pflanzenfasern. Wie kalt ist es denn hier drüben? Oh, also wenn ich hier stehe, sind schon minus 23. Eieieiei. Aber Zelt benutzen kann man nicht. Nee, wie gesagt, das geht halt nur im Singleplayer. Leider. Also das hätten sie ruhig dazu nehmen können. Also praktisch wie bei Minecraft, wo du ja auch hast, dass dann aufgefordert wird, dass alle schlafen gehen, ne? Genau. Das hätte man ja hier auch bringen können. Tja. Es wäre so schön gewesen. Vor allem, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich das Zeug her habe. Pflanzenfasern, das sind diese komischen Sträucher. Naja, aber ich habe mir nicht gemerkt, wo er war. Wir sind auch keiner um die Ecke. Da kommst du auch nicht weit, ne? Bevor du wieder anfängst zu frieren. Ja, muss es. Ja, das ist halt das Doofe. Jetzt müssen wir praktisch die Nacht hier irgendwie am Heizgenerator zubringen. Aber warte, ich habe eine gemacht. Dann kann ich jetzt kurz einen Baum fällen und dann können wir aus dem Baumholz können wir Pflanzenfasern herstellen und dadurch mit ganz viel Treibstoff. Was geht gerade minus 4 Grad? Ich habe jetzt hier minus 24. Ah, die Bäume lassen sich leicht fällen, das finde ich gut. So, ich komme mal zurück. Wo sind wir denn da? Das ist. Das sieht gut aus hier, unser Arktis-Camp. Achso, es ist, fällt mir gerade ein. Sea of Thieves kennst du doch. Und da gab es jetzt vor kurzem ein Update noch und da haben sie so ein paar Sachen noch drumherum erzählt, weil die halt auch ganz viel Statistik nehmen, so nach dem Motto, wer spielt auf welchem System und wo spielen die Leute. Und es gibt tatsächlich einen, der oben am Nordpol sitzt und Sea of Thieves zockt. Ja, heftig, oder? Ja, wie geil, ey. Sitzt du da irgendwo da oben, schweinekalt, so Leute, boah, ich gehe jetzt erstmal wieder rein, zock ein bisschen Sea of Thieves. Ja, aber weißt du, was der macht, ne? Ja, mir ist kalt, ich komme jetzt schön zurück. Minus 26, ja. Ich habe unten geguckt. Doch, steht auch noch mal. Ah, es ist echt nicht warm hier. Ist gar nicht gut. Oh, du, der macht aber ordentlich Fasern mittlerweile aus so einem Stück Holz. Naja, das ist richtig gut. Du kriegst auch noch richtig gut Ein Treibstoff dabei raus. Holzstamm gibt 30 Pflanzenfasern. Das heißt, aus einem Holzstamm können wir 3 Kanister Biotreibstoff machen. Jupp. Und aus denen kannst du dann wieder mehr und mehr und mehr. Allerdings, es baut ja das Holz nicht nach, ne? Nee. Naja, komm, ey, wen stört das hier, wenn wir alles absägen? Also ich glaube kaum, dass hier so ein kleines Na, Raubbau, wie immer, ne? Überall, wo wir auftauchen, gibt's Raubbau. Das können wir gar nicht anders. Das gehört halt Ach, dazu. Motorradbausatz habe ich gar nicht reingelegt. Wolltest du ein Motorrad basteln? Ich habe mir eins gebastelt. Ja, hast du. So viel zu den guten Ressourcen. Ja. Ich glaube, Motorrad werde ich hier noch nicht nutzen. Wieso nicht?
ich setze gleich auf Flugzeug. Also ich werde hier gleich so schnell wie möglich weg. Es braucht doch noch keinen Sprit, oder? Nö. Nee. Jetzt bin ich gerade überlegen, warte mal, das brauche ich genau. Das haben wir jetzt auch. Jetzt brauche ich noch irgendwo einen Treibstofftank. Machen wir denn einen? Klonkammer? Nein. Wo ist denn hier der normale Treibstofftank? Bin ich blind? Ach, da. Ach, den habe ich auch nicht freigeschalten. Ach ja. Ach, da wurde. Das ist ja kompliziert mit dem ganzen Freischalten. Schön. Forschungsbäume. Ja, aber das geht. Also du bekommst immer noch mehr Erfahrungspunkte durch das Aufsammeln von Gräsern als durch alles andere. Ich bin gerade dabei wieder. Sehr gut. Aber ich finde im Moment nur Blattwerk. Ist immer eine Stimulanz. Kräuterblätter. Ich muss was essen. Und die sind irgendwann ja auch mal kaputt, die Kräuterblätter. Ja, also ich bin jetzt dabei zu verhungern. So nach und nach. Zwei Snacks habe ich noch. Ich habe meinen beiden letzten jetzt gerade aufgefuttert. Warum können wir aus Pflanzenfasern nichts machen? Das ist so schade. Ja, lecker Gras, Bruder. Ja, warum? Überleg mal, früher, ja, im Mittelalter, einfach so ein bisschen Getreide in die Suppe, oder ins Wasser. Ja, Mehlsuppe. Yummy, yummy. Hauptsache, es hat irgendwie nach was geschmeckt. Ja, Hauptsache überleben. Das ist so schrecklich, ey. Und dann finde ich es immer wieder so lustig, wenn du auf so einem Mittelaltermarkt bist und die Leute so, ach ja, früher war das so schön, das ist so toll, das Mittelalter. Ja, ja, die ganzen Krankheiten, ja. Der Kot auf den Straßen. Das wollte ich gerade sagen, schön die Urinschale ab, oben das Fenster auf, es muss gestunken haben in den Städtendörfern. Die Gesetzlosigkeit, dieses, dass man ständig erschlagen werden konnte, wenn es dem Lehnsherren nicht gepasst hat. Ach Mensch. Ja, war total super früher. Herrlich, wünsche ich mir wieder. Das ist so eine Romantisierung davon, weißt du? Ja, aber da fangen die Leute ja immer mit an, ne? Nach einer Weile dann so, ach ja, war ja nicht so schlimm. Hast du meinen Heizpilz gerade weggenommen? Danke. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal reingucken, aber kannst du bei mir in die Manufaktur reingucken? Nee, du musst, wenn du reingehst, musst du oben in der Mitte Zugriff für Fraktionen freigeben. Kann ich dir hier was ablegen? Ja, oh, jetzt habe ich das gerade aufgenommen. Entschuldige. Da. Ja, so einfach geht's, ne? Weil, oh, danke schön. Weil ich wollte dir nämlich, hast du das freigegeben? Nee. Warte, dann kann ich das ja auch rausschmeißen. Warte. Da, bitteschön. Also ist noch nicht viel, aber kommt gleich noch mehr. Na, einer reicht ja auch. Aber siehst du, das ist zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt, den ich hier habe. Also so schön und gut das auch ist, dass man jetzt hier diese Solarkollektoren hat, also die Solarpanels wie bei Space Engineers, aber es gibt keine Batterien. Stimmt. Ich weiß gar nicht mal, wie ich das damals mal gemacht habe. Ja doch, die Energiezellen hast du ja dann, aber die baust du ja, sind ja keine Batterien so direkt für die Solars. Richtig, du kannst die Energie nicht speichern. Und das ist halt sowas, wo ich mich frage, ja, irgendwie wäre es ja schön, wenn man dann auch nachts noch Strom hätte, weil wenn du am Anfang nur auf Solarzellen setzt, hast du halt echt die Arschkarte gezogen, ne? Was denn jetzt? Hunger tickt runter wie Sau? Hypothermie? Oh, es ist doch aber warm hier. Dann guck mal lieber nach. Achso, der Hypothermie, ja stimmt, das ist Kälte, ja. Ja gut, wir haben jetzt nur noch 1 Grad direkt am Generator, ne? Naja, aber... Naja, minus 120. Ich stehe ja jetzt schon extra zwischen beiden. Hammer. Das Essen tickt runter wie Sau. Hat er vielleicht irgendeinen Buff, also irgendeinen Negativeffekt? Ein heißes Getränk reinpfeifen. Yep, das hat die Hypothermie weggenommen. Sehr schön. Jetzt habe ich aber trotzdem noch 52 Essen, aber das ist
Zu Knospen bringt nichts. Kräuterblatt bringt nichts. Natürliche Stimulanz, das bringt auch alles nichts. Wir brauchen dringend Nahrungsmittel. Mhm. Du sagst es. Was können wir denn hier verbasteln? Ist halt ja echt bescheiden, ne, die Auswahl. Vor allen Dingen, wie wollen wir denn an Nahrung rankommen? Wir brauchen definitiv Fleisch. Ja. Fleisch wäre eine gute Sache. Heißtrapturen jagen. Na gut, das können wir bei erst Tag so machen. Yep. Ja, wir haben es ja 6. Ja, aber minus 30 jetzt schon, ne? Hm. Das wird nicht besser. Ja, bei 0 Grad hat er sich jetzt hier einigermaßen eingefunden. Und ja gut, dann machen wir dann einen kleinen Sprung, weil jetzt können wir ja nichts machen, ne? Ach, das geht schon. Ich baue nebenbei hier die Basis ein bisschen weiter aus. Also schwimmen wird sie erstmal nicht, ne? Ich mache sie erstmal nur zweckmäßig. Hm. Ja, aus Beton, ne? Hm, genau. So, Hauptsache sie funktioniert. Ich könnte ja auch mal ein bisschen Gesteinsmehl einsetzen, oder? Ja, das wäre auch eine gute Idee. So, wir haben Solarkollektoren. Ich habe noch 116. Also wir haben auf jeden Fall jetzt tagsüber Strom. Hm, aber, warte mal. Jetzt fängt er schon wieder an zu frieren. Ich habe noch keinen Tank, Mist. So, Zugriff für Fraktion erlaubt. Ah, sehr schön. Ja, 1 Grad. Zement baue ich. Yippie! Ich fall gleich wieder um. Du stirbst langsam, mangels Nahrung. Oh ja, lass dir Zeit. Ich komme wieder. Ja, sehr schön. Yippie. Ich geh jetzt mal Raptoren jagen. Vielleicht haben wir Glück. Und finden vielleicht irgendwas zu essen. Oh ja, da war was. Ne, ist schon. Was ist das? Aber ich brauche jetzt unbedingt auch was zum Sammeln, damit wir auch aufleveln. Nein, die wird nicht gefroren. Auch schon weggelootet. Na, guck mal, da ist noch was. Puh. Ungut.